Ja, trotzdem. Ist sehr früh. Trotzdem. Matthias ist guter Zeitfahrer, also er fährt einfach auf sein, dass er hier nicht zu viel Zeit verliert. Sergio Bardia, der Spanier, vorne, der viel Tempo macht. Jetzt geht Raffaele Ferrara, der Italiener, sein Teamkollege, mit nach vor. Auch Riccardo Ricco mit der 118 von der Keramika-Mannschaft. Jener Mann, der erst eine zweijährige Dopingsperre quasi abgesessen hat, gegen den noch immer ein Verfahren auch in Frankreich läuft, wegen Verstoßen gegen die Anti-Doping-Regelungen, darf in Frankreich derzeit nicht starten. Ian Stannard ist mit dabei, das ist John Lee Augustin und ebenfalls noch in dieser Gruppe Thiago Machado, der Portugiese im roten Trikot, und Gianpaolo Keula ebenfalls. Ja, vorne hat jetzt Stijn de Volder, der belgische Meister, das Tempo übernommen, die Führung übernommen. Aber es ist bemerkenswert, immer noch eine große Gruppe, also fürs Kitzbüheler Horn, relativ große Gruppe noch dabei zusammen. Sie belauern sich momentan und vor allem auch, du musst dir dieses Kitzbüheler Horn sehr, sehr gut einteilen, weil einmal das Pulver verschossen, erfangst du dich nicht mehr. Sergio Badilla, vorne der Mann, der Tempo macht, an seinem Hinterrad Stijn de Volder. Dahinter John Lee Augustin, der auch noch einen weiteren Helfer mit dabei hat. Und Denifel jetzt damit der Nummer 93 links, der auch schon kämpft. Das ist John Lee Augustin. Vorne jetzt Riccardo Ricco, der jetzt vorne versucht wegzukommen. Ja, der Steff kämpft hinten. Ja, der kämpft. Stefan Denifel kann jetzt das Tempo nicht mithalten. Immer wieder wippend auch der Oberkörper schon bei ihm. Das ist John Lee Augustin, der Südafrikaner, der schon rausgefallen ist aus dieser Gruppe. Ja, der muss jetzt ziehen lassen. Vor allem, das ist jetzt schon eine Phase des Rennens, wo jetzt wirklich die Beine schon schmerzen. Ja, der Stefan. Ich glaube, den werden sie jetzt richtig wehtun. Was aber noch nicht heißt, dass das Rennen jetzt für ihn vorbei ist. Also es kann auch durchaus sein, dass die Vorderen jetzt dann einfach zu früh angezogen haben. Und es ist kein Berg, wo du wirklich einen Rhythmus findest. Du musst einfach versuchen, dein Tempo zu fahren und aufpassen, nämlich auch auf die letzten 1,5-2 Kilometer. Die haben es noch enorm in sich. Das Ganze verfolgen die tausenden Fans oben natürlich am Kitzbüheler Horn via Videowall vorne. Riccardo Ricco, der Mann im Weiß, neben ihm Sergio Bardia und dahinter Raffaele Ferrara. Wir haben jetzt ein bisschen das Tempo rausgenommen, an der Spitze Stijn de Volder, kann auch nicht mehr den Anschluss halten, ist hier in dieser Dreiergruppe mit Stefan Denifel. Das, der Blick nach oben auf die restlichen Kehren des Rennens. Der Abstand schon relativ groß, auch zu Stijn de Volder. Die ersten Kehren, die sich schon unten richtig aufstellen. Drei Mann also an der Spitze. Ricco kontrolliert bisher. Und Sie sehen, der Abstand doch schon einige Meter. Wir kommen jetzt dann ins kleine Waldstück, da wird es ein bisschen flacher. Ja, aber wenn der Stefan dort dran bleibt beim Stijn de Volder, natürlich ist Stijn de Volder der bessere Zeitfahrer, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Machado, aber der Portugiese, vorne im roten Radio-Check-Trikot. Aber er ist gut dabei. Ricco macht einen starken Eindruck. Riccardo Ricco, der in Italien nicht immer der beliebteste Fahrer auch im Feld war, der sich kein Blatt vor den Mund genommen hat und auch auf Teamkollegen ja, teilweise ziemlich aggressiv von der Wortwahl losgegangen ist. Wieder zurück im Radsport und zurück hier im Kitzbüheler Horn. Riccardo Ricco, der eigentlich auch einer der ersten großen Dopingfälle war, vor 2 Jahren die Lawine bei der Tour de France losgetreten hat, wurde abgeführt von der Polizei, damals mediengerecht inszeniert in Frankreich. Die erste Rundfahrt, die er jetzt nach seiner Sperre wieder bestreitet. Und die Gruppe mit Stefan Denifel dahinter, die drei Mann. Dahinter noch John Lee Augustin. Und dann die Dreiergruppe mit Stefan Denifel. Ja, die machen zwar einen sehr starken Eindruck, aber es ist noch ein weiter Weg bis hier zum Alpenhaus herauf. Vor allem ein sehr steiler Weg.
Und wie wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben, dass Fahrer, die zu zeitig das Tempo forciert haben, dass sie dann einen hohen Preis dafür bezahlt haben und dann oft eingebrochen sind. Auch voriges Jahr im Vorjahr mit Caruso, der relativ zeitig auch das Finale gefahren ist und dann eigentlich sehr, sehr nachlassen musste. Wie groß wird der Rückstand vor allem von Stefan Denifl? Er wird, glaube ich, größer. Sergio Padilla, da haben wir Stefan Denifl jetzt in dieser Dreiergruppe. Der Blick nach vor, die haben den Vorsprung schon ausbauen können, die ersten drei. 4 Kilometer noch bis ins Ziel und die steilsten Steigungskilometer eben auf den letzten 1,5 Kilometer, auf den letzten Kehren. Ja, für Stefan Denifl noch eine ganz gute Ausgangsposition, wenn da von hinten nicht noch eine Gruppe herankommt. Rückstand noch nicht allzu groß. Ja, vor allem macht jetzt Ferrara das Tempo. Raffaele Ferrara. Ja, und sein Teamkollege Padilla hat jetzt leichte Probleme gehabt. Ja, und der Stefan da mit der Steine Wolder, ich glaube, das ist eine gute Gruppe, die fahren ein konstantes Tempo. Wenn er sich gut einteilt und da dabei bleibt, dann ist er noch nicht allzu viel verloren. Jetzt macht sogar der Stefan das Tempo vorne in der Gruppe und hat hinten dran auch Stein de Wolder. Ein Wort zur Übersetzung, Gerhard, wie wird hier gefahren? Ja, die meisten haben so maximal 27 mit, also 27 Zähne als größten Kranz und vorne 39, aber bei diesen Vorderen wird dieser Kranz sicher nicht zum Einsatz kommen. Also ich schätze, die werden so um die 25, 24 Zähne verwenden. Wobei natürlich unterschiedlich ist. Es wird immer wieder geschalten, weil natürlich permanenter Neigungswinkel sich hier aufs Kitzbüheler Horn herauf verändert. Also wir fahren zwischen 14% und 22%. Das sind auch schön die unterschiedlichen Übersetzungen hier bei dieser Dreispitzengruppe. Jetzt kurz die Schaltaktion von Emanuele Sella, jetzt an dritter Stelle. Vorne Sergio Bardia, der Spanier, war ja mit einer sehr starken Trentino-Rundfahrt schon. Da hat er einmal Platz 3 geschafft und ist gesamt Sechster geworden. Emanuele Sella auch schon sich mit einigen Rennen in der Schweiz auf diese Österreich-Rundfahrt vorbereitet. Ja, Riccardo Ricco vorne. Aber Stein de Wolder reist jetzt ab hier, hat den Anschluss schon verloren an Stefan Denifl und an den Portugiesen. Ja, der schaut nicht mehr so locker aus. Aber bei Stein de Wolder ist es natürlich so, er ist ein exzellenter Bergfahrer. Und wenn hier der Zeitrückstand in Maßen sich bewegt, dann hat er natürlich noch die Chance, im letzten Zeitfahren sehr viel Zeit gut zu machen. Also er fährt natürlich sein Rennen und versucht dann seine Qualitäten am vorletzten Tag auch wahrscheinlich auszuspielen. Sind jetzt hier diese dritte Gruppe mit dem Schweizer Reto Hollenstein, der Nummer 1 im Team Vorarlberg. Und sind jetzt wieder bei der Spitzengruppe. Sergio Padilla vorne vor Rico und Sella. Naja, jetzt doch ein schönes Loch auch auf Stefan Denifl aufgerissen. Zeigt, dass der Stefan konstant weiterfährt, also dass der Rückstand nur geringfügig größer wird hier auf dieses Dreier-Duo, auf diese Dreiergruppe. Ja, wir schauen uns auch den Rückstand an von Stefan Denifl, der gemeinsam mit dem Portugiesen fährt. Ja, der Stefan ist noch dran. Das sind ja maximal vielleicht 15, 20, 20 Sekunden. Schauen wir mal aus der Helikopterperspektive. Ja, Stein de Wolder hat es natürlich jetzt schwer hier als Solokämpfer. Das ist natürlich bitter, hat keinen Fahrer jetzt mit. Kann nur hoffen, dass schließen, dass die nächsten Fahrer zu ihm dazukommen. Ja, der Stefan jetzt wieder auch ein bisschen lang. Aber er ist noch dabei. Das sind jetzt vielleicht 25 Sekunden auf die Spitze. Stefan Denifl, im Vorjahr war er 10. hier am Kitzbüheler Horn. Auch seine beste Tour-Etappenplatzierung war er als bester Österreicher auf Platz 10. Rico. Neben Padilla und dahinter Sella, die drei Mann an der Spitze. Dahinter
3 Kilometer vor dem Ziel. Stefan Denifel